Weiter geht's, Leute, hier in Super Mario Odyssey. So, weiter geht's hier im Kaskadenland. Mal gucken, was uns hier noch so alles erwarten wird. In diesem wunderschönen Gebiet. Bin sehr gespannt. In der letzten Folge haben wir ja ausgetestet, ob wir hier schon weiterfliegen können. Aber wir können noch nicht, die Odyssee benötigt noch 4 Powermonde, wie da steht. Und ja, wir wollten natürlich auch noch nicht gehen. Ich wollte einfach mal testen, ob man eigentlich schon in die nächste Welt gehen kann. Aber nein. Finde ich aber gut so, dass man zuerst noch ein paar Monde sammeln muss. Also quasi Energie für die Odyssee, ne? So. Okay. Jetzt sind wir auf der Suche nach weiteren Powermonden. Und natürlich gehen wir aber auch trotzdem erst in die nächste Welt, wenn wir alle Powermonde hier im Kaskadenland gefunden haben. Dann gehen wir erst in die nächste Insel. Natürlich will ich jede Insel immer hundertprozentig abschließen. Den Powermond haben wir, glaube ich, schon genommen, ne? Den da hier. Hä? Den haben wir doch aber schon genommen gehabt, glaube ich. Doch, den haben wir genommen, das weiß ich. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber der ist irgendwie nicht gespeichert, okay. Bisschen komisch. Aber, dann holen wir ihn jetzt nochmal. Ist eigentlich halb so schlimm. Oder haben wir den nicht geholt? Ist schon komisch irgendwie. Naja, den holen wir jetzt dann gleich so schnell raus aus dem T-Rex. Hier, ja, da haben wir eigentlich schon alles zerstört, die haben den T-Rex, ne? Genau. Ja, genau. Hier wollten wir ja eigentlich weiterfahren in der letzten Folge hier bei dieser Retro-Sektion. Da gehen wir auch gleich hin. So, ich will aber noch den Powermond noch schnell da. Ja. Den Powermond wiederholen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir den genommen haben. Aber ja. Okay. Ich wollte noch mal gucken. Nein, nicht plus. Ich muss noch ein bisschen reinkommen in das Spiel, Leute. Minus, genau, Minus. Und dann, was muss man dann drücken wieder? Was muss man jetzt wieder drücken? Minus und dann. Alter, ich will die Karte sehen, ey. Wie viele Monde, dass wir hier finden können, ne? Diese Ansicht will ich sehen. Aber, wie geht das? Ich weiß jetzt wirklich nicht mal, wie das geht. Alter, wie geht denn das? Alter, ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe einfach wirklich gerade keinen Plan. Tut mir leid. Hey, wie ging das wieder? Ja, so zoomt man einfach und so. Ja, okay, das ist mir schon klar. Ah, da, Y, Listen, ja. Ich habe das nicht gesehen. Ah, ja, weil ich habe gerade vor meinem Fernseher, also ich spiele beim Fernseher, ne, Leute, und ich habe da gerade links beim Fernseher eben die Nintendo Switch liegen und rechts das Gamepad. Und das verdeckt eben ganz wenig den Bildschirm unten rechts, nur ganz, ganz leicht, also das ist nicht schlimm. Und genau das habe ich eben nicht lesen können. Ich muss jetzt gerade aufstehen und schauen gehen, ob da noch was steht. Und ja, genau dieses Fleckchen, wo ich nicht sah, wegen dem Gamepad, dort stand eben, ja, dass man mit Y hier das schauen kann. Ich habe das eben nicht gesehen, weil ich bin ja jetzt am Sitzen, ne? Ist ja klar. Ich spiele ja schon nicht im Stehen. Das wäre ja schon ein bisschen komisch. Ja, wäre natürlich auch unangenehm. Okay, so. 25 Powermonde gibt es hier. Okay. Okay. Oh, den zweiten haben wir eigentlich noch gar nicht gefunden. Die sollten ja eigentlich alle der Reihenfolge sein, ne? Ich glaube schon. Ich glaube eigentlich schon, ja. Naja, egal. Vielleicht ja auch nicht.
begeben wir uns jetzt aber auf die Suche nach dem zweiten Power Mond. So. Kettenhund, komm. Ja, braver. Obwohl, brav, Alter. Oh, die Batterie. Die Batterieleistung lässt nach. Fuck. Naja, aber ich denke, die wird schon noch durchhalten hier für diesen Part. So, und jetzt rein in die Retro-Sektion, Alter. Alter, das ist mega geil. Mega geil, Leute. Alter, wie geil. Wie geil. Schön 2D hier einfach. So eine schöne Retro-Passage. Alter, das ist wirklich krass gemacht. Ja, komm, ich will rauf. Okay, danke schön. Alter. Mega geil. Auch die Musik wird so retromäßig, wie man hört, ne? Geil. Ist da noch was? Ja, man kann da durch. Nice. Und. Hä? Ein Pixel-Power-Mond. Was ist das? Hinter dem Wasserfall. Das ist jetzt wirklich. Einfach ein Powermond in der Retro, im Retro-Artwork. Alter, mega nice. Alter, das ist mega geil. Aber das sah hier wirklich schon ein bisschen auffällig aus, weil man sieht da auch schon ein bisschen so eine Hintergrundwand, ne? Und da dachte ich, ja, da muss schon was sein, ne? Da muss schon was sein. Und ja, wir sind fündig geworden. Sehr gut. Nice, Alter, dann jetzt sind wir wieder normal. Alter, das ist wirklich geil gemacht mit der Retro-Sektion. Alter, was das Spiel sicher noch alles zu bieten hat. Wird sicher krass sein, Alter. So, Kettenhunde, euch brauche ich wieder für da diese Steinfossile oder was das auch immer ist, da das Gestein zu zerstören. Mit Kippi geht es nicht eben, ne? Nein, mit Kippi kann man das nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt jedes einzelne Gestein kaputt machen müssen, aber ja, wer weiß, vielleicht ist da ja noch ein Power Mond drin versteckt oder so, ne? Man kann ja nicht wissen, darum sollen wir schon alles überprüfen. Der andere hat es kaputt gemacht, Alter. Der andere ist in ihm reingeputscht und hat dann ja für uns das Gestein kaputt gemacht. Okay, okay, Alter, aber die bewegen sich immer, ne? Alter, sind die gefräßig, die scheiß Kettenhunde. Das ist einfach nicht noch. Alter, könnt ihr euch mal nicht bewegen immer? So. Okay, okay, fuck. Hat nicht ganz gereicht, aber. Ja, ist komisch, hä? Wie soll man denn das da hier zerstören? Diesen Stein. Nein, auch mit diesen Cappy-Tricks. Kann man da nichts machen? War schon, ja, ja, hier oben war ich ja schon. Ja. Ja, sorry Leute, wenn ich da jetzt gerade ein bisschen langsam bin, aber ja, Alter, er ist auch der zweite Part. Ich muss wirklich ein bisschen reinkommen. Das ist viel anders als andere 3D-Mario-Spieler. Das spielt sich einfach wirklich anders. Es ist einfach wirklich so, ne? So. Okay. Den Weg hat er uns hier schon mal frei gemacht, aber. Pff, ja. Eben da hat es noch Knochen, Fossilsteine da. Gesteine vom Fossil so. Aber nein, ich glaube, da hat es nichts. Ich will jetzt nicht jedes einzelne überprüfen. Komm, scheißen mal drauf. Aber vielleicht ist da oben ja was. Nein, nein, nein. Okay. Ah, das sieht so krass aus, ne? Alter, ich vergesse auch immer irgendwie zu rennen. Aber ja. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen ins Spiel reinkommen, Leute. Ja. Ich hoffe, dass es noch nicht so schlimm ist. Aber dann, ja, spätestens beim vierten, fünften Part werde ich dann schon alles sicher eigentlich auswendig können. Denke ich schon.
Und jetzt sind wir da bei dieser alten Oma. Alter, was ist das für eine? Was? Du willst meine Munde, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Munde doch nicht einfach an Dahergelaufene. Schon gar nicht an Kettenhundfutter. Alter, was ist das für eine... Was ist das für eine Oma, ey? Okay, fuck, ich wollte eigentlich gerade wegrennen. Mit einem goldenen Kettenhund. Aber die gehört sicher auch zu den Brudas, ne? Weil die sieht genauso aus vom Face irgendwie. Und ja, ist halt auch weiß. Ist aber eine fette und viel größere als die anderen, die wir gesehen haben, ne? Im ersten Part. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Den Kettenhund... Ja, okay, den Kettenhund kapern und dann auf sie schießen, ne? Okay, nice. Voll auf die Fresse. Voll auf die Fresse. Nice. Alter, wir müssen aufpassen. Nur noch... Ein Kraft, Alter. Fuck, das darf nicht schon unser Fail werden. Nee, das darf's nicht sein. Komm. Ey! Alter, ist das die Stunde, wie wir ihn tun. Aber nein, sie hat sich einfach befreit. Okay. Ja, komm, schieß. Ich glaube, noch einen Treffer, ne? Ich glaube, die ist bei 3 Downs, so wie die Cooperlinge. Ich denke jetzt mal, ich hoffe es auch zumindest. Alter, was geht mit der, Alter? So eine richtige Schlampe, ey. Alter, was hat die für Drogen genommen? So hier, Mann. In dein Face. Hässliche. Was ist das? Ein Dreiermond. Drei Pornmunde. Ah, das ist dieser Multimond, ne? Von dem wir im ersten Part die Mission bekommen haben. Ich glaube, das ist ein Multimond, ne? Sollte schon sein. Ja, ein Multimond für dich. Multimond hoch über dem Wipfelberg, glaube ich, stand, ne? Okay, das ist also ein Multimond. Nice. Nice. Du hast es geschafft. Nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzen die Kraft dreier Monde. Okay, ja, habe ich mir schon gedacht, weil es sind ja nicht eigentlich umsonst gerade 3 drauf, ne? Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Dann schauen wir mal, ob es zum Laufen bringen könnte. Ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Ja, wie gesagt, ich will da wirklich noch alles eigentlich erkunden. Dann will ich eigentlich erst zur nächsten Insel. Zwar, wenn wir das dann fertig erkundet haben, will ich eigentlich noch zum Zylindrin zurückkehren, weil dort haben wir auch noch Monde zum Finden. Dort sind wir auch noch längst nicht fertig. Und ja, darum... Aber wir müssen hier jetzt noch ein bisschen gucken, was zu tun gibt. Oh, nice, Münzen. Ja, weil das sah schon so aus, als müsste da ein Kettenhund reingeschmettert werden, ne? Wegen dieser Dartscheibe da drauf. Oder was ist? Ja, das haben wir hier schon gemacht, ne? Gut, hier die Lila Coins haben wir auch schon genommen. Okay. Oh, da die Röhre, da sind wir, glaube ich, nicht reingegangen, ne? Nö. Hä? Aber da waren wir ja schon. Nö, aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß es irgendwie gerade nicht mehr. Aber nein. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nö. Komm, Jumbekampfer. Bam. Nice, okay. Der Weg wurde geöffnet. Alter, das sieht so geil aus, Mann. Auch das giftige Gewässer, Alter. Die Textur ist einfach so gut. Sie sieht so gut aus. Ja, krass. So, und hier... Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen taktischer gehen, ne?
Jetzt müssen wir ihn ein bisschen rechts treffen. Genau, genau so, okay. Aber finde ich schon nice hier, die Rätsel. Wie man die Kettenhunde schmeißen muss und dann genau die Dartscheibe treffen muss da. Finde ich geil gemacht. Wirklich nice. Okay, aber wir sind immer noch nicht vorüber. Jetzt sind es 3 Kettenhunde. Okay. Komm mal her. Okay, okay. War auch nicht so schwer. Boah, okay, jetzt sind wir, glaube ich, fertig. Da ist eine Röhre. Okay, okay. Und da ist unser Powermond. Sehr geil. Mit dem Kettenhund ins Schwarze. Nice. 6 Powermonde haben wir. Boah, aber Alter, 25 soll es hier im Kaskadenland geben, Alter. Wir haben ja, glaube ich, eigentlich auch schon, eigentlich das meiste schon erkundet, ne, vom Kaskadenland. Klar, noch nicht ganz alles, aber, oh, da sind 3 Lila Coins. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, es gibt sicher da auch wieder sehr viel Verstecke. Ist ja auch normal in Mario Games, ne. Muss man schon alles genauestens unterkunden. So, dich wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, aber okay. Wartet, Leute. Ah, den haben wir schon aktiviert, ne? Ich glaube, den haben wir schon aktiviert. Diese Dartscheibe, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder war es die? Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, weil hier tauchen wieder Münzen auf. So, mal gucken. Gehen wir mal hier rauf. Okay, da ist der T-Rex. Vielleicht müssen wir mit dem T-Rex wieder etwas erkunden, da, wo wir noch nicht gesehen haben. Keine Ahnung. Kann schon gut sein. Mal gucken. Okay, ja, da oben ist auch noch ein Mond. Ja, da muss man in die Röhre. Okay. Dann gehen wir schnell weg vom T-Rex und schnappen uns hier oben den Powermond. Ja, 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 nice. Da oben ist der 7. Auf einem Felsvorsprung. Und da ist noch ein Checkpoint. Nice. Oben auf dem großen Baumstamm. Okay. Aber irgendwie finde ich den Wasserfall ein bisschen... ein bisschen... keine Ahnung. Ist ein bisschen, merkwürdig. Ich glaube, da ist was hinten. Also, ich denke schon, weil... ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ne? Ich riskiere es jetzt mal. Komm, wir springen runter. Weil ich glaube, etwas ist hier faul bei diesem, Wasserfall. Okay, okay, okay. Passen. Ja, komm, wir gehen mal schnell hier hinten die 2 lila Münzen holen. Ah, 3 sind's, okay. Und? Was ist das? Warum hängt hier denn ein leerer Bilderrahmen? Keine Ahnung. Hä? Kann man da gar nichts machen? Hä? Was ist das? Wieso hat's da einen Bilderrahmen? Man kann aber nichts machen, Leute. Hä? Kann man nicht irgendwie rein oder so? Oder... hä? Ist das so eine Buhu... ein Buhu-Spiegel oder was? Nein. Keine Ahnung. Okay, die Kamera ein bisschen ändern. Ja, warte. Zuerst rauschen wir nicht, dass wir noch ohne Luft, ja, mehr sind, ne? Okay. Und ja, tatsächlich, da hinter dem Wasserfall... waren Lila Coins, gut, gut, aber okay, ich dachte da vielleicht noch ein Power Moon oder so, aber nein, aber vielleicht hier, hier beim Wasserfall, ne, oder fliegt man da runter? Nein, nein, ich glaube, da ist nichts, da fliegt man, glaube ich, nur runter. Oh, eine Schatztruhe, okay, da ist noch eine versteckte Schatztruhe, nice. Genau, Cappy muss man ja schießen. Nicht A drücken, Alter, Cappy muss man da schießen. Um die Schatztruhe zu öffnen. Schatz beim Wasserfallbecken.
Und da unten wieder lila Coins. Okay, mit R2 kann man eigentlich runtertauchen, ne? Mit der Stampfattacke. Gut zu wissen. Ja, mit der Wassersteuerung komme ich, glaube auch noch nicht 100% klar. Kann man sicher auch noch ein bisschen schneller sein. Aber ja, wie gesagt, Leute. Ich kenne mich halt noch nicht so gut aus. Muss mich halt noch ein bisschen reinspielen. Hä, was ist das? Hä? Den habe ich irgendwie erst jetzt gesehen und... Was? Hier erscheint ein Powermond. Nein, 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 was machst du? Na, Alter. Fuck. Hä? Wie viele Münzen? Hä? Gibt's da keine Ligen in diesem Spiel? Das habe ich gar nicht gewusst. Aha, wir haben jetzt 10 Münzen verloren. Das war jetzt wie ein Tod. Der hat uns 10 Münzen geopfert. Hä? Okay. Komisch. Das ist ja wirklich komisch. Alter, das ist das erste Mario-Spiel, dass man... Da gibt es wirklich kein Leben, ne? Hä? Wenn man da stirbt, dann verliert man Münzen. Okay, okay. Das habe ich aber natürlich auch noch nicht gewusst, Alter. Okay, okay. Interessant aber, interessant. Und, ey, was macht denn der Tod hier? Was geht hier plötzlich ab, ey? Der war ja vorhin nicht da. Was machst du? Hallo Mario. Um Prinzessin Peach zu helfen, erstelle ich eine Inventarliste von Orten, an denen sich Powermonde befinden. Stell das Winden von Powermonden dich vor ein Rätsel für 50 Münzen, helfe ich dir. Okay. Das ist ein Tiptoad, steht da auch oben links. Aber, nö, ich will nicht, dass du mir hilfst mit 50 Münzen. Tut mir leid, aber ich will die schon selber finden, meinen Tiptoad, ne? So. Onkel Amiibo. Grüß dich, Jungchen. Alle nennen mich Onkel Amiibo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Entschuldige die etwas ungewöhnliche Frage, aber besitzt du ein Amiibo? Nein. Wenn du welche hast, setz sie ruhig ein. Sie können dir dabei helfen, übrige Powermonde zu finden. Und jetzt kommt's. Je nachdem, welches du einsetzt, gibt's vielleicht sogar ein kleines Extra-Kostüm für dich. Hä? Alter. Möchtest du ein Amiibo auf die Suche schicken? Nein, danke. Falls du jeden Drang verspüren solltest, ein Amiibo einzusetzen, lass es mich wissen. Ja, Jungchen. Okay. Will ich aber nicht. Okay, mit dem Amiibo kann man sich also ein bisschen leichter machen, wenn man die Powerfunde nicht fängt und wirklich, ja, mega die ganze Zeit nach diesen Powermonden gesucht hat oder nach einem bestimmten, kann man hier für Münzen beim Tiptop ausgeben oder für eine Amiibo, eine Amiibo für Super Mario Odyssey halt kaufen und dann das da in diese Maschine setzen und dann sagen die einem, wo ein Supermond ist. Aber sagen die dann auch, wo mehrere sind? Ja, keine Ahnung. Aber das juckt uns ja auch nicht, weil wir wollen die natürlich selber finden. Das wäre eigentlich Cheaten, finde ich, wenn wir da den Tiptoad benutzen oder diese Maschine, Amiibo-Maschine. Wir gehen selber auf die Suche. So, aber wo geht's weiter jetzt eigentlich? Okay, hier beim Wasserfall haben wir den Mond gefunden. Genau, da, da. Da ist die Vogelscheuche. Okay, und das ist auf Zeit, wie man hören kann. Nein, komm, Weitsprung. Fuck. Ah, okay, okay, okay. Aber nice, das ist so wie ein Rätsel irgendwie, ne? Nice, nice Sache. Ja, aber komm, geh rauf, Mario. Mario. Alter. Okay, dann gehen wir doch einfach hier durch. Komm, ganz langsam. Einfach schön von Plattform zu Plattform. Und dann geht es schon. Alter, okay, das war kurz am Verschwinden schon. Aber okay, wir haben es noch geschafft, den Mond zu kriegen. Nice. Gut, hier war die Schatztruhe. Ist einfach so groß, ne, die Welt. Ist so krass. Noch größer als bei Super Mario 3D World und so. Das ist einfach wirklich so eine Open World
Manchmal bin ich da auch wieder ein bisschen in Verwirrung, wo wir hingehen müssen und so. Kann also schon passieren. Tut mir leid, wenn das vielleicht ein bisschen öfters passiert. So. Ja, ich glaube, der Part ist aber jetzt wieder ziemlich lang, Alter. Ich glaube, der ist schon wieder ziemlich lang. Ich sehe jetzt die Zeit nicht, weil mein Laptop ist eben gerade nicht gerade vor meinem Face oder nebendran. Der ist gerade ein bisschen an einem anderen Ort. Kann ich eben nicht gerade rüber gucken, um zu schauen, was jetzt für... wie lange das wir jetzt schon aufnehmen. Oh, nice. Was ist denn das da? Ein Stapel Münzen. Das nehmen wir doch schnell, Mario. So. Aber speziell, dass da in diesem Spiel... Oh, wer ist das? Dass da in diesem Spiel aber Münzen einfach die Leben sind. Schon speziell, Alter. Das ist man sich einfach auch nicht gewohnt. Ein Herzchen, das uns Münzen bringt. Okay. Und wer ist denn das da eben da? Das ist denn so ein Vogel. Was machst du da? Schnackelchen heißt er. Okay. Was machst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Guten Morgen, Captain Toad. Der ist hier irgendwo versteckt. Suche ihn, finde ihn. Cheep, cheep. Okay, Captain Toad ist da. Was macht denn der hier? Okay, er hat uns aber einen Tipp gegeben, der gute Schnackischen. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, Leute, im nächsten Part suchen wir dann Captain Toad, der sich hier wohl irgendwo im Kaskadenland befindet. Fragt mich nur nicht wo. Ja, den haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gesehen. Oder vielleicht taucht er ja auf, erst wenn wir mit Schnackischen geredet haben. Jetzt haben wir ja mit ihm gesprochen. Keine Ahnung. Naja, im nächsten Part, Leute, geht's dann weiter im Kaskadenland und wir suchen Captain Toad. Was macht denn der hier, Alter? Chillt er bei den Wasserfällen oder so? Ja, kann schon sein, ne? Okay. Ja, ich glaube, hier bei der Retro-Passage gehen wir noch schnell rauf. Ich will mal gucken. Ja, hier oben müssen wir eigentlich mal weitermachen, ne? Wir sind vorhin ja, glaube ich, runtergesprungen, nicht extra. Da oben geht es ja bestimmt weiter hier über den Fossilfällen. Genau, hier war ja eben der Boss. Oh, hier ist wieder so eine Vogelscheuche. Komm, die machen wir noch schnell. Okay. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, da müssen wir einen Longjump ausführen. Ah, das habe ich aber auch nicht gerade wissen können. Alter, fuck. Okay, okay. Oder hier zu den Steinen rauf. Okay, komm, wir müssen da hier zum Gestein raufgehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weitsprung, ihr. Nein, Alter. Das ist aber gar nicht so einfach, ne? Ach komm, das müssen wir jetzt aber schon packen, ey. Das müssen wir schon packen, ey. Ah, ein Dreier. Dreiersprung. Vielleicht muss man es mit einem Dreiersprung machen. Keine Ahnung. Oder Cappy. Kann uns Cappy irgendwie helfen? Keine Ahnung. Hä? Alter, bin ich da gerade blöd oder was? Oh, ich sehe aber jetzt gerade auch im Hintergrund einen anderen Power-Mode. Habt ihr den auch gesehen? Den müssen wir nicht vergessen. Hä, ich kann ja nicht rauf mit diesem Jump. Okay, das verwundert mich jetzt irgendwie schon ein bisschen. Wie muss das gemacht werden? Okay, komm, wir schnappen uns noch diesen Power-Mode. Im nächsten Part können wir ja schauen, wie man das machen muss. Oder kann man irgendwie auf Cappy drauf springen? Oh, fuck, fuck. Fall mir nicht runter, Mario. Fall mir nicht runter. Das wäre nicht so gut, weil wir sind da in ziemlich luftiger Höhe. Ja. Das wäre nicht so geil, wenn wir da runterspringen, ne? Wäre nicht so geil. Und da sind noch 3 Lila-Coins. Nice. Okay, Leute. Beenden wir den Part hier.
wie gesagt, im nächsten Part. Oh, da unten ist auch noch was. Alter, man kann gerade so viel entdecken, ne, in diesem Spiel. Das ist einfach krass. Wir haben ja erst auch, wie viele Monde haben wir? Ich will mal nachgucken. Nicht plus, Alter. Minus. Ja, minus, genau. wir haben erst 9 von 25 Monden. Alter, krass. Wo sind die alle noch versteckt? Das ist schon heftig. Puh, Mann. Ich bin wirklich immer noch mega gehypt durch das Spiel, Alter, Mann. Es macht richtig Spaß, die Power-Monde zu tun und einfach allgemein das Spiel. Ich habe einfach noch nicht so Ahnung, aber ja. Das wird sich, denke ich, schon bald bei mir einwickeln. Also die Steuerung werde ich, glaube ich, schon bald kennenlernen und dann ist alles wieder, ja. Dann sind wir auch ein bisschen schneller unterwegs, ne? Genau. So. Okay, Leute, das war's mit diesem Part. Bis zum nächsten Part und ciao!